Willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal. Ihr seid wieder in Dinkelsbühl gelandet und ich habe heute ein etwas anderes Video. Und zwar möchte ich euch nochmals im Endspurt auf was hinweisen und auf unsere Spendenaktion. Und dazu stellen wir euch jetzt noch ein paar Sachen vor. Und ich hole jetzt mal schnell meine Frau dazu, weil die hat da noch ein bisschen was zu sagen. Hallo liebe Camperinnen und Camper, heute mal ein kurzes Video auch mit mir. Genau, ich habe jetzt mal meine Frau geholt, weil ich allein, meine Frau ist ein bisschen attraktiver wie ich, das ist ein bisschen angenehmer. Ne? Kommt drauf an, wer genau. Das sieht. Was haben wir jetzt zu sagen? Ja, und zwar, wir werden am 23. Oktober, werden wir zu einem mittlerweile guten Camperfreund fahren. Der hat uns einen guten Kontakt organisiert, zwecks der Spendenübergabe für die Flutopfer. Und ich möchte euch hiermit nochmal aufrufen, schaut mal nach, ob ihr noch 10 Euro habt. Oder ich möchte jetzt, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, mich bitte nicht schon wieder schimpfen, aber ich habe jetzt nur eine Bemerkung zu machen. Dazu möchte ich noch sagen, aktuell ist der Kontostand knapp über 4.000 Euro. Es geht um eine Familie, wo wirklich obdachlos ist und wirklich jeden Euro brauchen kann. Das wollte ich bloß noch mal kurz einwerfen und jetzt kommt deine charmante Stimme. Alles klar, okay. Ja, der Mann, immer wieder dazwischen quatschen. Genau, und deswegen wollte ich euch noch mal so ein bisschen anspornen, uns noch mal tatkräftig jetzt in den letzten Tagen zu unterstützen. Spendenkonto wird eben noch mal eingeblendet. Ich habe hier noch aktuell 5 Dogsaver von der Firma CarDog vom Andi Schlitter. Seid so nett, wer einen möchte, Mindestgebot sind 20 Euro. Schreibt mir kurze E-Mail, Adresse, wohin es geschickt werden sollte. Und wie gesagt, überweist das Geld auf dieses Konto und dann schicke ich sie euch natürlich versandkostenfrei raus. Genau. Was ist ein Dogsaver? Ein Dogsaver ist dafür da, dass ihr euren Hund am Auto relativ unkompliziert befestigen könnt. Genau. Die Farben, es ist auch egal, welche Farbe, also hat mit Länge oder so nichts zu tun, die sind alle gleich lang. Genau, er wird einfach um den Reifen geschlingert und dann spart man sich hier wilde Einschraubhaken in dem Rasen, wo dann der Hund letztlich doch rausreißt oder hier am Auto irgendwie mit Karabiner befestigen, wo dann Lackschäden entstehen. Und darum haben wir eben diese Dogsaver, wo da dementsprechend um den Reifen gewickelt wird und dann kann man dann den Hund anleinen und dann ist der richtig sicher. Genau. Genau, das ist eigentlich nochmal mein Anliegen, mein persönliches Anliegen gewesen, dass wir vielleicht jetzt nochmal diese anderthalb Woche nochmal richtig Gas geben. Wir haben uns auch geeinigt für 2, wir werden dann aufrunden und geben dann auch noch ein bisschen was von uns dazu. Definitiv. Dass wir eine schöne Summe abliefern können und da tatkräftig den Menschen dort unter den Armen greifen und helfen können. Ja. Genau, und ich denke, ja, es ist jetzt kommt die kalte Jahreszeit und genau, und in diesem Sinne würde ich mich ganz recht herzlich freuen und auch schon mal Danke sagen für Ihre tatkräftige Unterstützung. Und ja, auf geht's. Ich sage ganz einfach, die Leute haben es wirklich nötig. Es ist sicherlich schon wieder Zeit vergangen, aber deswegen noch nicht vergessen, was da passiert ist. Also die Bilder, wo wir auch gesehen haben vor dem Video, vor dem Haus, von der Familie, wo das betrifft, katastrophal. Da ist nichts mehr da. Wir haben jetzt auch nochmal hier ums Eck die Firma Rommelsbach, Familie Rommelsbach nochmal aktiviert. Auch die werden uns nochmal Sachspenden zukommen lassen in Form von Küchenhilfen und so weiter, damit die Herrschaften da auch noch ein bisschen sich behelfen können, die momentan in Notunterkünften sind. Und ich weiß, dass selbst 20.000 Euro der Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber für die zählen momentan jeder Cent, damit sie sich Lebensmittel, Bekleidungen und so weiter kaufen können. Und da bitte ich euch einfach nochmal, guckt wirklich nochmal nach. Ihr habt bestimmt nochmal so ein 1 bis 5, 10 Euro oder so rumliegen, wo uns da helfen. Genau, wir würden uns riesig freuen, wie gesagt, und wir werden es persönlich hinfahren. Und am 23. Samstag bleibt auch deswegen hier der Laden extra zu, weil wir dorthin fahren und persönlich das abgeben möchten. Genau. Ja, genau, das ist das Thema Spenden. Dazu wollten wir einfach nochmal aufrufen. Ihr wisst, wir haben ja die Spendenaktion laufen bei uns. Seit unserem Event mit Vollgas haben wir da richtig was bewegt.
Es ist zwar sicherlich keine Unsumme, aber da sage ich, jeder einzelne Cent ist unheimlich viel wert. Und ich habe einfach nochmal wirklich die intensive Bitte, wenn ihr nur 1 Euro, 2 Euro, keine Ahnung, übrig habt, ich habe hier nochmal meine Spendenkontonummer und ich nehme euch auch natürlich mit, wenn wir den Betrag übergeben, damit ihr auch seht, wofür das Ganze ist. Und ich glaube, die haben es nach wie vor bitter nötig und brauchen jeden einzelnen Cent und Sachspenden und was wir alles machen können. Auch wir geben da nochmal eine ganze Schippe drauf. Auch wir spenden da nochmal ganz extrem nach. Und das ist jetzt einfach nochmal so ein kleines Endspurt-Video, um dass wir da vielleicht wirklich miteinander nur ein bisschen was bewegen, wo wir uns tierisch darüber freuen würden, dass wir da Menschen einfach helfen und da einfach nochmal ein bisschen Druck drauf bringen, dass wir da nur ein paar Euro zusammenbringen. Wäre ganz toll und ihr würdet uns unheimlich helfen, wenn wir da nur ein bisschen einen Schub kriegen. Und dafür bedanke ich mich schon mal im Vorfeld. Und ja, da nehme ich euch dann auch auf alle Fälle mit. Ihr könnt auch gerne nochmal in meine Kommentare unten rein tackern, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Und über einen kleinen Daumen würden wir uns natürlich freuen. Und ja, dann sage ich schon mal ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal dann wieder ein Technikvideo aus Dingelsbühl. Macht's es gut. Ciao, ciao.